Willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und ja, wir sind gerade irgendwie, wie heißt das, wo bin ich hier? Keine Ahnung, ich bin irgendwo im Himmel und auf dem Weg zu einem Vulkan. Hey, ich bin auf dem Weg zum Vulkan, ich glaube das nächste ist der Vulkan. Das ist sehr gut. Wir haben schon einiges erreicht. Aber irgendwie... Ah, doch, das funktioniert. What the fuck? Okay. Warum auch immer das passiert. Ich mache nichts. Ich hoffe einfach, dass das so sein muss. What the... Also okay, die Gegner sind hier schon nicht gerade ohne, muss ich sagen. Aber netterweise kann ich hier zumindest schon mal... Habe ich hier zumindest schon mal ein Safe. Wow. Also man kann sagen, was man will, aber das ist mal bombastisch. What? Auch nichts anderes übrig, außer schnell zu sein an dieser Stelle. Und ab geht's. Oh, das sieht so aus, als ob das hier gleich auf Zeit gehen wird, sag ich doch. Ich wollte gerade fragen, wann hat denn der mich erwischt oder wie hat er mich erwischt? Aber okay, hier muss ich jetzt mal kurz abwarten, bis die nächste Welle kommt. Genau, weil ich jetzt nämlich hier ran muss. Mega gefährlich. Okay, so, irgendwelche Secrets? Nope, bisher noch nicht. Umso besser. Okay. Ich wünschte, ich hätte den Teleportationsstab gefunden, um von hier wegzukommen. Ja, verständlich. Aber das gefällt mir auch nicht, dass man hier so hochflitzen kann. Aber wir haben ordentlich Kohle bis mittlerweile. Oh, hey. Friend Dude, dich kennen wir doch. Jin, schön dich zu sehen. Sicherlich hat dir die Eisklinge hier gute Dienste geleistet. Wusstest du, dass sie sogar Lavafälle einfrieren kann? Wirklich? Gut zu wissen. Und was machen sie hier? Haben sie sich verirrt? Ja und nein, Junge. Weißt du, ich muss diese fantastischen Gravuren an der Wand immerzu anstarren. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass sie ein Geheimnis bergen, das ich lüften muss. Das ist eine sehr hübsche Wand. Ich sag Ihnen Bescheid, sobald ich der Erkundung dieses Vulkans etwas entdecke. Fantastisch, pass auf dich auf. Okay. Aber schön, dass ich dieses Feature erst gesagt bekomme, wenn schon zu spät ist. Okay. Da kann ich nichts machen, glaube ich. Moment. Nee, irgendwie nicht. Aber ein Versuch war es wert. Ah. Oh. Au. Sehr schlau von mir. An dieser Stelle. Okay. Das war nicht der richtige Weg. Irgendwie check ich den hier nicht. Na ja, komm. Lassen wir uns nochmal hier drauf gehen. Also hier fehlt irgendwie noch irgendwas. Habe ich so das Gefühl. Ah. Hier kommt man hoch. Ah, Froschattacke. Njom.
Hey. So. Hier haben wir irgendwas? Okay. Ich würde mal fast sagen, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ich laufe doch nochmal in diese Richtung und guck mal, ob es nicht hier rechts entlang noch irgendwas Wichtiges gab. Ist aber auch interessant, dieses Ding. Bom. Und es gibt Geld dafür. Das ist cool. Das gefällt mir. Like. Dickes Like. So. Okay. Hier ist ein Schalter. Dieser Schalter ist aber nicht aktiv. Wow. Ich war gerade sehr dolle von diesem komischen Ding hier beeindruckt. Wow. Na, fuck. Okay, das war jetzt richtig, richtig schlecht und blöd. Ich glaube aber auch, hier komme ich eigentlich noch gar nicht durch. Okay, wir gehen jetzt doch erstmal den anderen Weg lang. Na, komm, ehrlich jetzt. Erstmal hier lang, weil hier habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich weiß, was ich zu tun habe, wenn ich hier lang gehe. Und zwar gehe ich hier auf unser Leben und feuer mich hier runter und gehe mal schnell aus dem Weg. Okay, oder auch nicht. Wow! Fuck. Hey. Schon ein bisschen doll. Ah, Moment. Wahrscheinlich kann ich diese Dinger nutzen auf irgendeine Art und Weise, um hier richtig mies Speed zu bekommen. Speed, sage ich. Um hier irgendwie auch drüber laufen zu können. So. Na, fuck. Jetzt habe ich den Geist verpasst. So. Ach, komm. Das war knapp. Okay, okay. Und hoch da. Und da lang. Und oh, wie dreckig. Okay. Bounce, bounce,
und rüber da. Keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Und in welche Richtung vor allem. Okay, wieder Leo. Der Löwe. Komm. Als ob, Dude. Und jetzt? Und jetzt? Bin ich wieder da, wo wir angefangen haben? Och, nee. Aber... Jawohl. Sehen wir es von der positiven Seite. Wir haben jetzt diesen Weg hier offen. Und das heißt, wir können zumindest hier ein bisschen Party machen. Ja. Hat funktioniert. Na komm. Ich komme hier mal nicht hier so mit solchen komischen, billigen Flattermann-Tricks. So. Genau, weil hier hat man nämlich, hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich muss mal gucken, was hier überhaupt... Okay, da hoch komme ich so nicht. Das heißt, hier muss es irgendetwas... Boah, wie dreckig. Okay. So muss das... So läuft das. Ah. Erst eben kaputt machen. The fuck? The fuck? Oh nee. Ja, und jetzt kommt's auch noch. Kommt hier auch noch so ein Troll an. Oh, ganz geil. Also. Und Schlange. Das war jetzt mal echt eine Herausforderung. Was haben wir hier? Irgendein Stein. Okay. Nehmen wir lieber den einfachen Weg hier. Der kein einfacherer Weg ist. Ernsthaft? What the fuck? Vor allem, wie soll ich denn da hochkommen, bitte? Es muss doch hier noch irgendwas anderes geben. Es gibt da unten irgendwie einen Weg nach links. Ah! Den Weg habe ich natürlich auch gänzlich übersehen. Ah ne, habe ich nicht. Ich komme da nun nicht hin. Deswegen komme ich da nicht hin. Und nochmal. Und nochmal. Und jetzt habe ich's.
Uff. What a move. Was ist da jetzt Wichtiges? Nix. Einfach durch da. Was bekomme ich hier? Ich bekomme Eisklauen-Franken-Dinger. Verbessert deine katzenartigen Instinkte, damit du in Löwengestalt schnell aufwärts angreifen kannst. Geil. Endlich mal was Sinnvolles. Und was haben wir in diese Richtung? Aha. So, hier habe ich ein Rädchen, mit dem ich durchkomme. Und damit... Ups. Bumm. Kann ich hier jetzt auch durchdashen. Das heißt, ich habe jetzt einen Double Jump. Und einen Abwärtskinnhaken. Mega geil. Das heißt, ich kann jetzt drei Sprünge quasi machen. Ihr wisst ganz genau, wo ich jetzt weiterkomme. Also neben dem hier. So, Moment. Da komme ich da jetzt hin, indem ich BAM Dash mache. So. Das heißt, ich komme jetzt auch hier runter. Und wenn ich das nur oft und immer wieder mache. Und ab nach oben. Okay. Schlange. Nein, Schlange brauche ich. Nicht Frosch. Bumm. Und aufwärts. Hallöchen. Kling. Bumm. Nee, das hätte ein Double Jump werden müssen, um hier durchzukommen. Bam. Ich habe sogar noch zwei Gestalten vor mir. Das ist ziemlich interessant, was hier noch auf uns zukommen wird. So, dash, dash. Büschelkette geben. Aber jetzt sicher gleich. Ernsthaft. Ich habe gedacht, dass hier noch irgendwas Cooles passiert. Oh. Ich sehe schon kommen. Das wird ein... Ich sag doch, das wird nichts. Okay. Und nochmal. Das Gute ist, wie gesagt, dass wir hier an manchen Stellen zumindest schon gewisse Probleme beiseite geschafft haben. Hopp. Du alles Mistvieh. Ernsthaft, als ob man hier an dieser Stelle einen Double Jump erwartet. Hm.
ohne Worte. Och, ehrlich. Es ist echt ein Joke, Alter. Es ist echt ein Joke an der Stelle. Vor allem dann auf einmal noch so hart auf Geschwindigkeit zu gehen, ist echt schon ein bisschen mies. Das war knapp. Na komm. Und wieder auf Löwe. Dash! Und durch da. Was auch immer jetzt passiert, wahrscheinlich nur so ein kleiner Riss oder so. Ja, das war klar. Wir müssen noch ein bisschen mehr machen außer dem hier. Aber way! Wir sind schon mal ein kleines Stückchen weiter und können uns jetzt zumindest mal einmal kurz die Lebenspunkte auffüllen. So. Tell me more. Du hast doch ein paar Sekunden bestimmt diese laute Geräusche gehört. Dadurch ist die Wand eingestürzt. Hätte ich darunter gestanden, wäre ich von ihr erschlagen worden. Oh je. Nein, eher Hurra, mein Junge. Nach dem Einsturz sind geheime Ritzzeichnungen zum Vorschein gekommen. Aber pass auf, wo du hintrittst. Der Boden darunter ist jetzt einsturzgefährdet. Was zeigen die Zeichnungen? Sie beschreiben den alten Stamm, der diesen Vulkan vor langer Zeit entdeckt und sein Dorf darin erbaute. Leider muss die Wand noch weiter abbröckeln, damit ich mehr darüber erfahren kann. Nee. Okay. Das Gute ist... Neo. Okay. Dass wir jetzt hier auch hoch können. Und, hier gibt es irgendwas? Oh, vielleicht haben die hier auch diese Eisrippen. Ich vergesse es. Hier ist irgendwas fürs Ferkelchen. Was auch immer das jetzt ist. Ein Portal. Way! Geiler Schüssel. Das ist tatsächlich richtig gut, weil ich mir nämlich hier jetzt ein bisschen den Eisschaden reduzieren kann. So, mittlerweile habe ich auch Spaß an dem Dude. Okay, da komme ich trotzdem nicht hin. So, wo war jetzt hier nochmal der... Hier war der Rüstungsverkäufer. Aber genau zu dem möchte ich nämlich. Denn ich hätte nämlich ganz gerne nochmal... Hier diesen Eisschild. Was ist das denn hier? Verwandelt jedes normale Elixier in einen Trank, der deine gesamte Lebensenergie herstellt. Hä? Okay, meinetwegen. So, jetzt habe ich nämlich noch ein bisschen Boost. Und ich würde ganz gerne doch nochmal mein Eisschwert ein bisschen aufstocken. Ist noch gesperrt. Das ist doof. Ah, dafür brauche ich so einen Eiskristall. Verstehe. Na gut. Okay. Und rüber in den Vulkan. Da bin ich wieder.
Das war gar nicht mal so unpraktisch. So, Frosch. Nom. Ne, komm schon. Hier ist auch nochmal was für Ferkelsche. Schnupp, schnupp. Tornado. Egal, was das mit Tornado auf sich hat, ich werde definitiv genug davon haben. Ja, sag ich doch. Ey. So. Mhm. Genau den Kristall, den ich bräuchte, um meine Eiswaffe zu verstärken. Ich bin mir nur noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob ich das wirklich so will. Ah, da oben ist aber auch schon wieder ein Gong. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier noch nicht langkomme. Und was ist hier auf der Seite? Hier müsste eigentlich auch ein Gong sein. Ja, da oben ist einer. Oh. Hallöchen, mein Freund. Hallo, ist da jemand? Bist du das, Pipilogo? Diese Stimme, ich bin froh, dass du es bist, Blauschopf. Hör zu, ich könnte gerade etwas Hilfe gebrauchen. Siehst du den Knopf da oben? Drück ihn und befreie mich. Okay. Das ist viel zu hoch für mich. Stimmt, du kannst ja nicht fliegen. Kannst du nicht irgendwelche Plattformen erschaffen, die du, auf die du springen kannst? Wie meinst du das? Wenn du nur eine Waffe hättest, mit der man Feuerbälle und Gegner einfrieren kann, vielleicht dann, kann der Schmied helfen. Lass dir Zeit, ich warte so lange hier. Tatsächlich? Wenn die Eiswaffe das kann, dann werde ich, glaube ich, echt nochmal losdüsen. Und ins Dorf zurückdüsen. Nur um die Eiswaffe zu verbessern. So, weil das ist schon ziemlich... schon ziemlich geiler Tobak. So. Geil. Feuergegner einfrieren. Her damit. So, und wieder zurück ins Dorf. Und jetzt kann ich ja Waffen, kann ich Gegner einfrieren. Bin mal gespannt. Was jetzt passiert, wenn ich... Haha, okay, alles klar. Tatsächlich funktioniert das so. Ist mal gut zu wissen. Nee, erstmal. Ich doch erstmal da lang. Probier's erstmal hier lang. Machen wir die Tür auf. Hm, auch hier wäre ein Eiskristall gewesen. Gut. Ja. So, was passiert hier? Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt wieder am... Oh, ich bin wieder am Anfang gelandet. Ach, komm schon. Nee. Frech.
Bin ich jetzt hier durch? Irgendwie so eine Art. Schlack. Und im Wasser sind sie, im Feuer. Ui. So war das aber nicht gedacht hier. Puff. Na, das war ja lustig. Nein! Das wollte ich so gar nicht. Egal. Jetzt bin ich hier. Jetzt geht es hier durch. Und weiter geht's. Bumm. Ah, okay. Verstehe. So, jetzt ist die Frage... Was genau bringt dieser Move hier? Das bringt mir der Move. Frage ich mich, wie ich da hinkomme. Aber vermutlich, indem ich mir einen neuen hole und wieder drauf drücke. So. Okay. Noch irgendwas für die Bombe? Moment, das ist ein Trick, oder? Ist auf jeden Fall ein Trick. Doch nicht. Boom. Und jetzt? Nichts. Egal. Ich komme da nicht durch. Ist aber gemein. Moment. Hier ist nichts. Muss ich doch da unten jetzt hinkommen. Eigentlich bräuchte ich zwei Klötze. Ah, ich bin Dirk. Der Trick wäre gewesen, erstmal den hier rüber. So. Jetzt, wo der hier drüben ist. Ach, fuck. Okay. Das Rätsel mache ich gerne eine Überlänge. Ah. So. 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 Und. Bumm. Was haben wir hier? Wir haben nochmal einen Eiskristall. Ja, davon gibt es hier ganz schön viele. Okay. Ist nicht sein Ernst. Muss ich das nochmal machen?
Nur weil ich Dödel nicht ganz mitgeschnitten habe, dass ich vielleicht auch nochmal ein das Ding brauche. Ja, ist klar. Damit. Ernsthaft? Okay, I'm sorry for that, aber ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play. Monster Boy. Bis dann.